Für die, die nicht wissen, wie der Schiri-Ball funktioniert, der Schiedsrichterball wird immer von einem Spieler des Teams ausgeführt, der den Ball zuletzt berührt hat. Alle Spieler müssen 4 Meter entfernt sein. Der Schiedsrichter lässt den Ball fallen und sobald der Ball den Boden berührt, darf der Ball gespielt werden. Wo ihr den Ball dann hinspielt, zu eurem Mitspieler, zum Gegner, ist egal.